Polizeikommissarin Katja Wolf und Polizeioberkommissar Thomas Tschech treffen auf aggressive Mitglieder eines Schützenvereins. Egon 1424 von Egon. Der 1424. Fahrt in die Mühlenfelder Straße 15. Anruferin Frau Gottschalk meldet eine randalierende Meute an ihrer Gaststätte. Eine Meute auch noch. Ja, haben wir mit, wir rollen. Am Einsatzort verwehren die Besitzer der Kneipe den Vereinsmitgliedern den Zutritt. Die Polizeibeamten müssen die heftigen Ausschreitungen umgehend unter Kontrolle bringen. Die randalieren aber da ordentlich, ey. Was ist hier los? Warum machen Sie hier so eine Randale? Mein Name ist Meyers, Jürgen Meyers. Wir sind hier im Schützenverein. Wir haben unsere Stammkneipe im Schützenverein. Und wir hatten gestern 3.000 Euro zusammen hier. Ja. Die haben wir lange gesammelt. Und der Wirt hier, der Spaßvogel, hat die Kohle eingesackt. Genau. Jetzt hat er sich eingesackt. Ja, weil die mich angerufen haben. Sie wollten jetzt rein? Die haben mich angerufen. Ja, wir haben die nicht erstens angerufen, das Geld ist weg. Und wir, gestern waren wir alle hier. Die Einsatzkräfte wollen den mutmaßlichen Diebstahl der Vereinskasse aufklären. Dazu befragen sie die Melderin und deren Ehemann zu dem Verbleib der 3.000 Euro. So, was ist hier los? Warum ist das Palaver hier? Das ist ein Schützenverein, wir haben gestern hier gefeiert. Wir sind heute Morgen hier reingekommen nach dem Aufräumen und haben festgestellt, die Kasse ist geklaut worden. Ja, also wir haben hier so Sparkästchen, die leeren wir regelmäßig. Zeig ich Ihnen mal, wo die Kiste steht mit den Klamotten. Ja, bitte. Ja, und dann haben wir leider Gottes haben wir den Fehler gemacht. Wir haben anstatt direkt die Polizei zu rufen, hat man natürlich erst den Schützenverein angerufen, weil es ja um deren Geld ging. Und ehe wir uns versahen, standen die mit vier Mann hier vor der Tür. Ist die Sparkiste von denen, ich lasse die mal durch. Wir haben also hier auch nichts feststellen können. Wir sind also ganz normal rein mit dem Schlüssel. Ja. Okay. Wer von Ihnen hat denn sonst noch hier Zutritt mittels Schlüssel? Ja, meine Frau hat einen Schlüssel, ich habe einen Schlüssel. Wir beide. Der Achim noch, der Getränkelieferant. Der ist ein ganz alter Freund, der kann es nicht gewesen sein. Ja, der ist aber gerade da, der liefert heute Getränke an. Genau, der ist gerade im Moment im Keller. Auch wenn der Gastwirt seinem Bekannten vertraut, die Polizisten sind angehalten, in alle Richtungen zu ermitteln. Da der Getränkelieferant als Täter in Frage kommt, konfrontiert Thomas Tschech den Mann. Ja, hier ist gerade wohl ein Diebstahl vonstatten gegangen. Und es gibt nur die Herrschaften, denen das Geschäft gehört, und Sie, die einen Schlüssel besitzen wohl. Ich habe auch einen Schlüssel. Sie haben einen Schlüssel. Ja, das ist ja eben schon ein Schlüssel. Ja. Das ist ja nur der Schlüssel zum Keller. Ja, was ist sonst möglich? Also das heißt, mit dem Schlüssel kommen Sie auch gar nicht in die Gaststätte? Ja. Ich habe das noch nie probiert. Ich brauchte noch nie in die Gaststätte. Ich räume hier Fässer rein, Fässer raus. Ja. Ich brauche da schau auch gar nicht kurz rein. Da drin. Ja, guck mal nach. Ich kann das überhaupt nicht erklären. Sind Sie alleine unterwegs immer? Nein, heute habe ich meinen Azubi mit. Der hat seinen ersten Tag bei mir. Ja? Der ist oben am Auto. Kann der vielleicht Ihren Schlüssel geklaut haben oder so? Also, den Schlüssel habe ich immer am Mann. Das ist schon so gut wie unmöglich. Ah, da ist der Christian. Hey! Hey, Junge, bleib stehen! Bleib stehen, Junge! Komm runter da! Ist alles gut? Komm, ich hab'n. Ich geb's zu. Alles gut, ich war's. So, was gibst du zu? Was gibst du zu? Ich hab die Flasche geklaut. Flasche? Ja, guck mal mit. Ja. Darum geht's Flasche, doch. Sagt er. Flasche. Wieso Flasche immer? Das ist hier die zweite Baustelle, oder wie? Ja. Wieso Flasche? Er sagt, er hätte eine Flasche geklaut. Von Geld ist keine Rede. Flasche? Ja, eine Flasche. Wo ist die Pulle denn? Im Rucksack? Wo ist denn Ihr Rucksack? Nur die Pulle? Ich habe keine Ahnung, wo er den hingelegt hat. Wo ist denn Ihr Rucksack? Spinnst du oder was? Hast du einen Nagel im Kopf? Was ist das für ein Rucksack? Ein schwarzer, der liegt da um die Ecke. Wie kommst du denn dazu, bei uns zu klauen? Hast du so was alle? Was geht hier eigentlich ab heute? Was hast du denn da angelacht, hör mal? Was hast du denn da? Der Auszubildende hat hochprozentigen Alkohol gestohlen. Von dem Verbleib des Geldes weiß der junge Mann aber nichts. Bei einer Inspektion der Gaststätte rückt plötzlich ein Vereinsmitglied in den Fokus der Beamten. Grund dafür ist eine manipulierte Eingangstür.
Den Gummi, den habe ich eben erst draufgehängt, weil wir die brauchen, um hier rein rauszukommen. Passen Sie mal auf. Guck mal da, was ist das denn bitte? Ist was drüber geklebt, ne? Da sind keine Kratzer, da ist irgendwas drauf. Schau mal, lass uns mal kurz rumkommen. Ja. Guck mal hier. Was ist das denn für ein komisches Klebeband? Ja. Weißt du, was das ist? Hier, warte, kannst du mal dieses Gummi abmachen, dann ist es vielleicht einfacher. Ja, das ist ein Elektroklebeband, hör mal. Ja, du bist der Handwerker, nicht ich. Ja, ja. Also das ist schon sehr speziell. Was ist das denn? Das habe ich aber nicht da drauf gemacht. Sorry. Das haben Sie nicht drauf gedreht. Nee, ich hänge den Gummi da immer rum, damit ich hier rein raus kann. Aber so ist das? Das ist ein recht spezielles Klebeband. Das ist für einen Elektriker. Also das ist schon zu Fachleute. Elektriker, also letzter Zeit irgendeiner im Haus, irgendjemand, der Elektriker ist. Bei den Schützen haben wir da einen Elektriker. Der Johannes. Der Schützenkönig, der ist Elektriker. Johannes. Du bist Elektriker. Das Klebeband, was sagt Ihnen das? Was ist das? Isolierband. Das Isolierband, das ist kein normales Isolierband. Das hat jeder dritte Haushalt. Das hat nicht jeder dritte. Das hat jeder dritte Haushalt. Passen Sie auf, ich habe selbst früher als Jugendlicher auf dem Bau gearbeitet. Das ist schon sehr speziell. So, jetzt mal Butter bei den Fischen. Was weißt du denn jetzt? Hast du Kohle gezogen oder was? Passen Sie auf, jetzt. Einmal bitte Ruhe. Sie schwimmen ja total. Das ist jetzt widersprüchlich langsam. Butter bei den Fischen. Ich habe nichts gemacht. Stopp! Ich hatte jetzt in diesem Moment eine ganz gute Position. Ich habe gut gestanden, sodass ich ihn sofort von hinten packen konnte. Ist natürlich eigensicherungstechnisch jetzt hier nicht hundertprozentig gelaufen. Allerdings konnte ich so verhindern, dass er mit der Flasche meinen Kollegen oder einen von den anderen Beteiligten womöglich noch verletzt. Ich bin insolvent. Und ich hatte gar keine andere Möglichkeit gehabt. Ja, aber ihr habt ja nie gehört, wenn ich was gesagt habe. Wenn wir hier sind, ist alles immer schön und gut. Und jetzt? Es geht mir scheiße. Ich kann nichts dagegen machen. War meine letzte Chance. Ich kann das nicht schlafen. Ich kann keine Rechnung mehr bezahlen. Gar nichts. Du bist der Schützenkönig schließlich. Ja, ich hätte auch versucht, das irgendwie wieder gut zu machen. Sie gehen aus meinem Rücken raus. Ich hätte das irgendwie versucht, gut zu machen. 100%. Also, um das Ganze abzukürzen. Also, Sie geben zu, dass Sie das Geld aus der Kassette rausgenommen haben. Ja, gestern, als wir hier alle gefeiert haben. Und wo befindet sich das Geld jetzt? Das befindet sich in meinem Geschäft. Ich bin selbstständig und ich muss einfach Rechnungen bezahlen, sonst springen alle meine Kunden ab, weil ich kein Material mehr kaufe. Haben Sie Ausweispapier? Ja, ich habe Ausweispapier dabei. Ja. Mein Portemonnaie. Der Schützenkönig hat sich hier natürlich strafrechtlich zu verantworten. Das heißt, er hat hier einen Einbruchsdiebstahl begangen. So wie das aussieht, hat er hier die Tür manipuliert. Ist also in die Gaststätte unbefugt rein, hat sich das Bargeld zu eigen gemacht. Dann hat er hier draußen auch noch randaliert. Inwiefern jetzt hier Sachen beschädigt wurden, müssen wir noch schauen. Er hat dann auch noch natürlich drin die versuchte Körperverletzung zu verantworten. All das müssen wir jetzt erstmal zusammenschreiben und alles in den Bericht und in der Anzeige zusammenfügen. Und am Ende wird dann der Staatsanwalt entscheiden. Keiner fasst was an. Das ist hier ein Tatort. Keiner ich würde Sie auch bitten, jetzt einfach hier die Gaststätte, die Öffentlichkeit zu verlassen. Ja. Sie schließen bitte ab. Ja. Hier bleibt alles so, wie es ist. Auch nicht jetzt sauber machen oder aufräumen. Ist klar. Schließen Sie einfach ab, dass hier keiner mehr Zugang hat. Und dann warten Sie bitte draußen auf die Kollegen von der Spurensicherung. Ja. Okay? Der Täter wird wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl und der Bedrohung belangt und aus dem Verein ausgeschlossen. Die Mitglieder erhalten die 3.000 Euro zurück. Der Auszubildende des Getränkelieferanten muss eine Geldbuße für den Diebstahl der Flasche Weinbrand zahlen.